Jetzt geht's aber erstmal auf Train. Mousebots pickt sich wahrscheinlich eine der konfidenten Maps. Ich würde sagen, Mousebots ist hier Map-Veto leicht im Vorteil, weil G2 vertraut halt wirklich auf ihren Pick und das kann nach hinten losgehen. Und somit könnte Mousebots theoretisch auch mit 2:0 gewinnen. Dann hätten wir wenigstens das Problem mit Vertigo nicht. Also immer dieser Held gegen Vertigo. Lass was mal auf uns zukommen. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall ein schönes Best of Three vor uns. Es ist, oder es sollte ein Duell auf Augenhöhe werden. Und hier entscheidet sich natürlich auch schon, wer in die nächste Stage einzieht. Um Gottes Willen. G2 Esports gegen Mousebots. Die Mäuse auf der T-Seite auf Train. In der Pistol Round entscheiden sie sich dafür, zu dritt Richtung B zu gehen. Zwei Leute vor dem Kistengang abzustellen. Vielleicht rechnet man damit im Offensiv-Move. Die Bombe wartet währenddessen noch vor dem Pop-Dog. Ja, könnte man vielleicht auch als Fake auflegen. Dass man halt versucht, nochmal Pop-Dog nachzuziehen, Granaten vor B reinschmeißt und da wird auf lange Distanz gesucht und Shox kann instant zuschlagen. Der ist natürlich ein super Pistol-Spieler. Kerrigan holt aber den Push raus gegen Jax und schon versucht Kenny S hier nochmal nachträglich ein bisschen Raum für sein Team einzunehmen. Auf der anderen Seite versucht man halt bei G2, ja, eher das Aufbauspiel zu stören, was gegen Mousebots gerade ganz gut klappt. Kerrigan hat noch einen Molotow dabei, die Smokes sind weg und noch eine Flashbang. Und guckt ihr an, Kerrigan, der bisher ein Bombenturnier spielt, kämpft sich hier raus. Richtig schön zu sehen, dass er sich in dieses Team so gut eingefunden hat. Jetzt geht es vor allem darum, was Kenny S noch anrichten kann. Er nimmt zumindest Kerrigan schon mal raus, muss jetzt gegen den Spieler oben im Zug auch noch fighten. Und auch der Schuss sitzt, ultra wichtig jetzt, 2 gegen 4. Ganz, ganz schwer die Bombe noch zu verteidigen, vor allem wenn Lucky auch Voxy noch rausnimmt. Und wir sehen einen Held schon nach dem anderen. G2 Esports geht mit 1:0 in Führung. Die Idee von Mousebots eigentlich ganz schön. Haben auch ein bisschen diesen B-Split über die Grundlinie angefaked. Und letztendlich dann Jax war es, glaube ich, genau derjenige, der durchgepusht ist, dazu gebracht, aus der Mitte rauszupushen, haben ihn dann da abgefangen. Aber ja, viel mehr als das ist dann auch nicht passiert. Ja, schönes Backup hat er dann ja auch noch bekommen. Da wollte man eigentlich den Spieler hinten Richtung Hell dann am Ende auch überpushen. Da sitzt aber das Backup. Und damit geht die erste Runde, was natürlich auch so ein bisschen daran geschuldet ist, dass die USP auf lange Distanz natürlich unglaublich stark ist, sich mit Backside. Und da sieht man es nochmal. Super Backup. Und dann so ein Killer noch vor am Ende vom Lucky. Also die Runde auf jeden Fall verdient. Plan geht bei Mousebots erstmal nicht auf. Deshalb geht's an die Diegel. Und da ist Mousebots eigentlich immer gefährlich. Und 2 Summwaffen sind bei G2 auch schon da. Das heißt, man wird natürlich versuchen, das Ganze so gut wie es geht auf lange Distanzen zu halten. Außer was die UMP und die MP9 angeht. Hier im Pop-Dog sehen wir Robs, der sich wieder zurückziehen muss. Nachdem er dann den kleinen Move nach vorne gewagt hat. Letztendlich bleibt immer dann nur die Flucht nach hinten. Deine Molotow kann er nicht stehen bleiben, das ist absolut klar. Ja, und jetzt G2 wieder etwas offensiver. Das wird auch sehr wichtig sein, dass man gleich zu Beginn das Spiel auch ein bisschen in die Hand nimmt, dass man gar nicht erst Mousebots so großartig machen lässt, sondern die Runden frühzeitig unterbindet. Ja, in solchen Runden auch sehr gut mit der SMG nach vorne zu arbeiten, besonders Richtung Mitte. Da, wo man halt auch sehr gerne, wenn man halt die Demos dann von Mousebots schaut, dass man versucht, gerne in Runde Nummer 2 mit der Diegel zu spielen und dann versucht man halt einen Raum hier einzunehmen. Das wird super geregelt von G2. Also die Vorbereitung passt hier schon mal. Voxig hier nochmal mit einer Schelle Richtung Grundlinie hinterher. Und wir dürfen nicht vergessen, G2 hat ja einen neuen Analysten, ne? Den guten Swanee aus Deutschland. Da bin ich mal gespannt, was er für einen Impact am Ende in diesem Team haben wird. Aber bisher scheint die Vorbereitung auf jeden Fall in diesen ersten beiden Runden sehr gut zu laufen. Die einzige deutsche Beteiligung, wenn wir jetzt Mousebots als Organisation mal außen vor lassen. Wenigstens ein Deutscher hat es auf Major geschafft, oder? Immerhin. 2:0. G2 Esports also in diesen ersten beiden Runden erfolgreich. Aber das ist natürlich nur ein Anfang. So, AWP werden wir auf Seiten von Mousebots erstmal keine sehen. Kenny S könnte sie kaufen, aber dann auch wirklich nur die AWP. Hat lange überlegt und sich letztendlich dafür entschieden, also die Glaskanone. Train ultra wichtig, wird also auch sehr, sehr wichtig sein, dass er gut ins Spiel findet. Das könnte er jetzt natürlich direkt mal versuchen, ob er sich da ein bisschen selber wieder boosten kann. Wir kennen Kenny S, er ist ein Spieler, der schon ein bisschen immer von seinem eigenen Selbstvertrauen abhängt oder manchmal auch einfach sein eigener größter Gegner ist. Seinen ersten Schuss setzte hier daneben, wurde dann auch sofort verdrängt von der Position. Ich denke, da hat Mousebots auch damit gerechnet, dass dort Kenny S stehen könnte. Offensichtlich haben sie das. Da wurde auch direkt mit dem Double Peak gearbeitet. Einer oben auf der Mülltonne drauf, einer zieht unten rum. Das macht es natürlich für Kenny S sehr schwer, da den Schuss zuzuordnen, wenn er da direkt von 2 Rifles dann auch geprefired wird. Deshalb muss er sich hier zurückziehen. Da er keine Kevlar hat, muss er auch etwas vorsichtiger agieren. So, und da geht es jetzt auch ins erste Duell. Amanek kann zuschlagen, also will man sich ein bisschen durchschummeln beim Mousebots. Trotzdem bleibt man hier erstmal
ohne Erfolg. Dafür kommt aber Chris J durch und er findet den Headshot. Oh. Ich finde das gerade sehr interessant, das mal ohne X-Ray, weil... Das ist ungewohnt. Aber es ist okay. Also wir entschuldigen uns dann natürlich. Das wird mit der Zeit gefext. Wir kriegen natürlich nur ein Clean Feed zur Verfügung gestellt, also ein Bild des Veranstalters und der steuert das Ganze. Also keine Sorge, das wird im Laufe dieses Spiels am Ende gefixt. Da wollen wir uns natürlich die Freude nicht nehmen lassen. Auf jeden Fall liegt die Bombe und das ist ein schöner Push von Robs, der erstmal ein bisschen Raum für sein Team einnimmt. Deshalb muss sich Frozen jetzt um kleine und große Rampe kümmern. Frozen muss jetzt unbedingt das richtige Timing haben. Jax ist nämlich dabei, ihn gerade eben in den Rücken zu fallen. Und die beiden verpassen sich ganz, ganz bitter für Frozen. Da hat er die kleine Rampe zu lange außer Acht gelassen. Und sofort setzt sich einer der beiden Spieler an die Bombe dann. Jax versucht einfach durchzuziehen. Robs trifft ihn nicht so richtig. Und dementsprechend wird natürlich einfach weiter durchgezogen. Obwohl es ein 10-Sekunden-Defuse war, geht der trotzdem durch. 3-0. Ich glaube, das war schlechte Kommunikation auch, weil irgendwie... Er sprayt halt an die Default-Position und nicht nach oben. Und ich glaube, da hat man die Bombe einfach nicht richtig kommuniziert. So, da gibt es sogar noch Gelächter im Publikum. Ja, passiert halt. Also, ja, da kriegt Drops keine Möglichkeit. Achtet dann nochmal nach hinten, dass er da nicht von der Seite geholt wird. Aber ich glaube, am Anfang war das einfach ein bisschen Misskommunikation, da er komplett falsch predicted hat, wo die Bombe liegt. Ja, da sieht man es stark. Leider nicht mehr die Sicht von Drops, aber gut. Auf jeden Fall ganz schöne Eier-Move da durchzuziehen. Kann man sich mal gönnen. Wer sticht bei dir denn so? Du hattest ja gestern, hast du gestern G2 gecastet? Ja. Wer ist denn so am meisten herausgestochen gestern bisher? Shocks und Kenny S wieder. Also muss man ganz klar dazu sagen, die beiden scheinen wieder ein bisschen zu ihrer alten Form zurückzufinden. Kenny S wie immer halt ein bisschen unkonstant, aber das ist ja nichts Neues, denke ich. Und es geht schon wieder los mit den Mars-Problemen bei Voxic, sehr schön. Auf der anderen Seite natürlich Shocks, der auf jeden Fall meines Erachtens nach wieder deutlich befreiter und deutlich stärker aufspielt, als das vielleicht in der letzten Zeit für ihn der Fall war. Oder sagen wir mal so, ja, vor einem Dreiviertel oder vor einem Jahr ungefähr noch, wo er wirklich riesengroße Formprobleme hatte. Aber mittlerweile scheint er sich da wieder ein bisschen selber gefunden zu haben. Was er auch, ich meine, entweder habe ich es auf Twitter gelesen oder in irgendeinem Interview von ihm, dass er wieder so einen kleinen Motivationsschub auch gespürt hat und schon lange nicht mehr so viel Bock hatte, quasi CS zu spielen, wie jetzt zu diesem Major. Und ich finde, das merkt man auch einfach. Also man sieht es ihm wirklich auch im Spiel an. Ja, auch schon bei der Prodig hat man gesehen, dass das ordentlich nach vorne geschossen ist. Klar, ich sehe auch immer bei G2, so bei einem Kenny S und bei einem Shox, sieht man halt immer, wenn sie vor heimischer Crowd stehen, spielen die nochmal komplett anders, komplett beflügelt, besonders Kenny S, der lebt mit der Crowd sozusagen. Ja, ja, sehr, sehr emotionaler Spieler, das stimmt. Und das pusht halt schon vor. Das hatten wir auf der TreeMac Tours, gab es das. Da hatten sie das Ding am Ende auch gewonnen, auch gegen Mousesports im Halbfinale. Und bei der ESL Pro League hat es halt in Montpellier fürs Finale gegen Liquid gereicht. Das war sogar noch eine über viele Distanzen eine sehr spannende Partie. Also relativ G2 knapp, ja, genau. Hat da gut mitgehalten. Das war jetzt auch keine Überfahrt, wie zum Beispiel, wo Enz gegen Liquid das letzte Mal gespielt hat bei der IM Chicago. Da sieht man bei G2 echt eine positive Entwicklung und für mich eins der Teams, die sich auf jeden Fall konstant in den Top 8 auch halten können, wenn Kenny S und Shocks auch weiterhin auf diesem Level spielen. Du hast schon erwähnt, Kenny S natürlich ein bisschen unkonstant. Ja, gut, ist halt Kenny S. Ne? Das ist ja mittlerweile fast gewundert. Ich meine, wenn er halt dann mal richtig stark spielt, dann sieht es für die Gegner auch so sehr schlecht aus. Gerade übrigens immer noch die technische Pause, also nicht wundern. Es gibt da nach wie vor Probleme. War gestern leider auch schon der Fall bei Voxic. Er, glaube ich, hat irgendwie seine Maus ein kleines bisschen demoliert. Und da scheint immer noch nicht alles wieder gut zu sein. Gestern war es der PC, okay. Danke für die Info von der Regie. Also gestern gab es so ein Problem mit dem PC. Das ist natürlich immer ein bisschen unlucky, wenn du der Einzige bist, der immer Probleme hat. Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem, dass es jetzt wieder Voxic erwischt. Das ist halt ein bisschen komisch irgendwie. Ja. Aber gut, hoffen wir mal, dass das schnellstmöglich gefixt werden kann. Denn wir sehen es natürlich auch an Kenny S. Gesichtsausdruck. Macht nicht so viel Spaß, dann in so einer Situation zu warten. Ja, alle sind heiß, alle wollen eigentlich spielen. Ja, zum Glück ist es noch sehr früh in der Partie. Das heißt, er ist jetzt noch nicht komplett drin im Tunnel. Aber ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Pick, auch von Mousebots. Ich denke, für G2 machbar, dadurch, dass sie halt doch auf CT-Seite zwei gute AWP-Spieler haben, sehr aggressive Rifle-Spieler, könnte Train-Pick für G2 überraschenderweise auch sehr gut ausgehen. Und das 2 ist halt echt...
Auf das 2 will ich mich nicht festlegen. G2 kann absolut krasses Counter-Strike auf beiden Seiten spielen, aber auf der anderen Seite auch Mouseboards unterwegs. So, jetzt haben wir immer noch mal Video. Ach, herrlich, oder? Muxo, herrlich. This is a dream come true, literally, not just for me, but for everyone in our team. We worked our asses off to get here, and I'm just super happy that we actually managed to bring our A game and not choke like we usually do. It was insane, especially the game was so tight versus Tyler. I thought we were going to lose it for a minute there. We almost choked it, but that was just insane, overwhelming. I was so proud of the boys, myself, for, you know, doing well. And yeah, it was just nuts. Everyone was surprised from me, organization, players, everyone say it's like, we're impressed. We are not like, woo, we wanna, it's kind of my first playoff and first winning minor. But anyway, we know we are capable for a lot more, so it's no time to be happy. It's time to work more. We actually start putting a lot of hours as a team, like everyone would have 100 plus hours last 2 weeks. And then also Dexter would make a lot of changes into it for our executes, tactics, strategies. So I think that helps us a lot to make a good game plan and make a good performance. This is the most working team I've ever been in. Breathed CS every day, like we played 10 hours a day, also as a team and individually, and I also did my work with finding things, analyzing, watching our progress, making sure that we fix our mistakes. So, like, really hard work is behind all of this. It's like a dream to play all these top teams. I mean, you get more used to it as you play more internationally, but it's still so good to just play international teams and players like that. You learn so much as opposed to just playing in Australia all the time. Before, when I was playing in Imperial with SB, we just had zero structure. We were just five guys just playing FPL, basically just running around everyone for themselves, you know. And now we have like a structure, a proper coach, a proper, like, I'm not taking anything from Neil, of course. I just mean we have like a balance in the team. We know we need to work on stuff together. We watch our demons together. We improve together. We point out each other's mistakes. Whereas before we would just play the game, it's over. We go do our own stuff and then play another game tomorrow, it's over, and everyone goes their own separate ways. You know, now we're like actually a team and a family, you know, and everyone is helping each other and helping each other improve and play better CS. I think this time, you know, we're all like really confident in each other and everyone's like kind of just in a happy place right now. And like when we practice, we still like clash heads and stuff like that, but it's all like everyone's mature enough to just take the criticism on board, and then we kind of just like on the day, like it's insane how good, like everyone's so happy. Like on Dust 2, we're down like 14-1 and everyone's just like laughing, just like, boys, let's just get the pistol and let's do it. And like, even though we lost it, you know, we were all just happy afterwards anyway. So I think that's a really good environment. And hopefully if we can do another boot camp before the major, and it's as productive as this one was for us these past 2 weeks, then yeah, I think we've got a really good chance of, you know, going through the challenger stage and staying in the major. Yeah, it feels good when you have like a long boot camp, we're just playing all the time, and you just hard work pays off. Like, as I said, it sounds cliche, but when hard work pays off, it just feels so good. Of course, we always have like things to improve on and stuff to, you know, just work hard and make the team better, like make our team play better, and like individual skill can always go higher, you know. There is no ceiling in this game, you can always be better, you know, and that's what's actually great. Not everyone can actually be really good, you know. You have to have like a special set of skills to actually make it in the game, and hard work is actually rewarded in this game. You obviously have to practice all the time. Like, you do have to treat it like a full-time job. 80 hours or so is like a good amount to have. But when you prepare for a tournament like the Asia Minor, with how much you know is on the line and how bad you want it, you literally, like at our boot camp, we were just playing all day, like 24/7. We were watching CS at night when we were finished playing. And then we'd just go to bed and repeat that for like a week and a half straight. And all our hours are around like over 100, which is pretty insane.
But it's, we feel like it's what you have to do to be like the best or be on top of your game and win a tournament like this. It's just going to sound cliche, but you just have to have a passion, really. And you will put in the hours if you have a passion. And just find like-minded individuals, just play hard, and you'll get there eventually, basically. I was a player until last year, and I had a choice, either to stay with the team and do something, or just try to find a new team to play in. And I also needed to look for my future, you know, like money-wise also, and I just said, well, I'm gonna give it a try and see if it's working or not. And for me, this is pretty easy because I think I have a really good knowledge about CS, and I can really help them. I'm trying to help them as much as I can. Everyone should be aware that we're really lucky that we do what we love. We travel around the world. We make for a living out of it. So I think that should always be on every player's mind and coaches, whatever. Just doing what we love, you know, and give 100%, 120% every day, so we get better and we play more tournaments, more matches against top teams. That's why we play this game for. Getting into top 10 for sure is one of the goals we set for ourselves at the beginning of this year, and I think if we keep on the path we are now, we can achieve it pretty easy. Just the prestige of leaving like a legacy behind, getting your sticker like put in the game basically, creates like a legacy. You know, leaving your mark on the game is so important, and the amount of money you can win as well is obviously a good thing, but I do it for the passion and leaving a legacy behind basically. I want just be in the history of Counter-Strike, whatever, it could be major, it could be some winning, could be some round, whatever. I just want to make history of my nickname, I just want to make history of my team, because I'm playing this one now. So could be anything, could be winning major, could be winning PLG, Grand Slams, and 5 tournaments in a row, could be anything, but I don't have some concrete goal, I just want to make history. That's my goal. So in terms of sacrifice, first of all, for me individually, I moved to Australia. Obviously I'm from New Zealand, so Greyhound, we've got a gaming house in Melbourne. We all live together, but I was the only one not living there. So after like 3 or so months, I decided to move in. So obviously I left friends behind, family behind. And yeah, I've been living with them for the past, like, I think 2 months maybe. And it's like elevated our game. It makes it easier to practice together. But yeah, I sacrifice a lot of my real life stuff to just live the dream basically. We have the 5 most skilled players within the Australian region at the moment. I think we're very confident coming into this. We're quite an experienced team now. We've got all the keys in place, and it's on us and literally no one else. All right, it's time to do something exciting. It's time to show that we are head above. This is the greatest achievement of my life. So, also wie ihr seht, immer noch eine technische Pause. Geredet werden darf immer noch nicht, das haben wir vom Coach gerade gesehen, wurde nochmal durchgesetzt. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir hatten eben was Lustiges mitbekommen. Der gute Sponge hat erstmal Mäuse bestellt für Voxic, dass das auch über die nächste Major Stage noch reicht. Erstmal 2 hoffentlich, ja. C-Series Sensei bestellt. Also ihr seht, es gibt immer noch Probleme. Voxics PC funktioniert nach wie vor nicht so, wie er sich das vorstellt. Muss man sich natürlich wundern, woran das liegt. Das ist ausgerechnet ihn, der man trifft. Kann natürlich auch einfach reines Pech sein. Sehr ungünstig. Ja. Okay, wir geben gerade auch mal ein paar Tipps. Vielleicht weiß er ja was. Junge, kauf dir eine andere Maus. Warum nicht? Gehen wir mal auf den Twitch-Chat ein. Ihr könnt Fragen stellen. Solange den Muxor nicht gesehen habt, könnt ihr ihm jetzt Fragen stellen. Genau.
alles. So, weil der wird sich auch freuen, mal wieder hier zu sein, oder? Freust du dich wieder hier zu sein? Das ist ganz schlimm. Okay, ja, ich sehe auch. Es ist warm. Hier ist es ätzend warm, oder? Es wird Vertigo gespielt. Okay, er hat schon keinen Bock mehr. Meine Tipps gehen auch nicht auf. Meine Tipps gehen nicht. Alles blöd. Der Underdog-Tipp passt nicht, ne? Es funktioniert gar nichts, Mann. Wenn Marius Pitz auch noch verliert, bin ich raus. Okay, geh. So, darf man unter 16 Jahren in einer Damage-Liga spielen oder was? Warte, ich muss das mal reinziehen. Oder bei Epic. Warte. Darf man unter 16 Jahren in der 99 Damage Liga spielen oder in ESL-Teams wie G2 oder Big? Offiziell darfst du in der 99 Damage Liga nicht unter 16 Jahren spielen, weil es ein Jugendschutzgesetz gibt und das Spiel ist mit 16 Jahren eingestuft worden. Und inoffiziell tatsächlich auch nicht. Ja. Böse. Ich war noch nie in der Fränkischen Schweiz. Leider. Was war denn die Frage? Ob du in der Fränkischen Schweiz warst oder was? Genau das war die Frage. Lieblingsmaus von euch? Das ist doch mal was Interessantes. Meine Lieblingsmaus, die beste Maus, die ich bisher hatte, war die Logitech G Pro Wireless. Ich spiele schon seit Ewigkeit eine Rival 300. Solange die es noch macht, werde ich wahrscheinlich auch keine andere spielen. Und wenn die kaputt geht, dann kaufe ich mir wahrscheinlich eine 310. Also einfach das Nachfolgemodell, ne? Bin da. Ich hatte Ewigkeiten eine Saui FK1 und wollte einfach was Neues ausprobieren und dann bin ich auf die Logitech G Pro, weil ich auch ganz begeistert davon war, dass die kein Kabel hat, ne? Wegen Wireless. Ja, ne? Ja. Und es ist. Ich will nichts anderes mehr. Wenn ich ein Kabel an der Maus habe, da werde ich schon wieder tilt. Ne? Also du gewöhnst dich halt voll schnell dran und lädst es richtig zu schätzen. Das glaube ich. Meine Lieblingsmaus ist Drops. Der war auch süß. So, wie viele Spielstunden habt ihr? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe 4.500 auf dem Main und ich glaube 800 oder 900 auf dem Smurf, irgendwie sowas. Also ein bisschen über 5.000. Plus, minus, keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich weiß echt nicht, wie viele Stunden ich gespielt habe, weil ich habe jetzt 7.000 Stunden auf meinem Account und ich glaube, davon habe ich vielleicht 2.000 Stunden gespielt oder so. Also bei mir müsste es ungefähr Hälfte sein. Ich denke, dass ich in Berlin ca. 2.500 Stunden gemacht habe. Mit Arbeit. Das Ding ist halt, du lässt dein Game dann immer gefühlt 24-7 laufen, ne? Und dann werden die Stunden darauf geidelt, ne? Ich hatte da teilweise irgendwie 120 Stunden in 2 Wochen. Ja. Also das ist halt, kommt halt vor. Du alter Tryhard. So, Face-It oder Matchmaking-Rang? Ja, ich spiele nicht so viel Matchmaking. Ich fand schon 400.000, ich meinte natürlich 4.000. Sorry, falls ich das Ding. Matchmaking bin ich momentan LEM. Du spielst Counter-Strike? Ja. Gerade? Ja, schon. Also ich habe habe letztens mit Venom gespielt und dann wurde ich wieder eingerankt nach 3 Monaten und ich habe den Rang des DMGs bekommen. Aber der ist unangenehm. Also DMG ist wirklich ganz schlimm, weil da viele Smurfs auch unterwegs sind. Das ist sehr, sehr... aber keine Ahnung. Du verlierst ja immer mehr Ränge, je länger du nicht spielst. Ja. Und dann bin ich jetzt halt DMG. Naja, der Smurf ist kein wirklicher Smurf von mir, Massimo Lino, da brauchst du gar keine Angst haben, der ist, glaube ich, mittlerweile auch wieder LEM. Der war sogar teilweise höher als mein normaler. Es ist einfach nur ein zweiter Account, den ich halt habe. Ja, ich habe auch noch einen zweiten Account, den nehme ich zum Observen. Und ich habe einen, aber den brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil mein Rang jetzt sowieso mega low ist, damit ich mit meinen Silverboys spielen kann, die ich habe, meine Real-Life-Freunde. Ja gut, stimmt, ja, das ist auch... spiele ich jetzt einfach mit meinem normalen Account. Weil jeder kennt das Matchmaking, ne? Wenn du halt mit so einem Prime-Rang reinkommst, alle sind Silber, dann sind alle Supreme und du hast keinen einzigen Silber im Gegnerteam. Das macht halt auch keinen Sinn. So, was bei Voxic los? Der hat mal wieder eine Maus kaputt gemacht, so wie es aussieht. Immer noch FPS-Drops sind es wohl. So, 7.000 Stunden DMG. Naja, wenn man richtig zugehört hat, habe ich keine 7.000 Stunden gespielt. Ja. So, spielt ihr lieber Counter-Strike oder CS Source? Ich spiele lieber Counter-Strike Global Offensive. Ich auch, was einfach das beste Spiel ist. Also, genau. Source war sicherlich cool, aber... ich denke, da braucht man nicht lange drüber diskutieren, dass CSGO schon deutlich ausgereift ist. Wie findet ihr Scrimmage? Eigentlich sogar ziemlich cool. Ich denke, dass das schon sehr lange überfällig war. Ja, das macht sehr viel Spaß. Ich finde auch das System gar nicht mal so schlecht, dass sie einfach Maps nehmen, die halt nicht
Also einfach diese Maps, die halt normalerweise niemand spielt, um die halt vielleicht auch so ein bisschen voranzubringen und zu verbessern. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. Und man merkt vor allem auch im normalen Matchmaking, dass tatsächlich weniger Leute unterwegs sind, die da vielleicht ein bisschen weniger serious spielen. Also ich meine, klar, Matchmaking ist immer nur Matchmaking, aber ja. Ich finde, man merkt schon einen Unterschied. Also zumindest geht es mir so. Ich würde es begrüßen, wenn man alle Maps in diesem Scrimmage spielen könnte, weil dann würde das auch Sinn machen, mit allen Skillgruppen und Freunden zusammen zu spielen. Und keiner müsste sich Gedanken machen, auf die skurrilsten Zusammensetzungen im Rangsystem zu treffen. Macht es dann natürlich auch entspannter und man kann einfach Spaß haben. So, 3-0 und es geht weiter. G2 Esports führt 3-0 nach der technischen Pause, steht Mausports in der ersten Waffenrunde und wir starten bei G2 mit der Doppel-AWP, bei Lucky und bei Kenny S. Das hätte man natürlich erwarten können, dass nach so einer technischen Pause eine etwas schnellere Runde kommt. Und das scheinen Mausports tatsächlich auch zu versuchen. Sie gehen explosiv aus der Mitte raus. Chris J kann einmal eine Graus nehmen. Allerdings wird dann noch ein Spieler durch den Molotov gerebrackt. Woxic ist es, den es da erwischt hat. Oh, hoffentlich wird er nicht gleich die nächste technische Pause gecallt. Chris J ist währenddessen auch von Jax eliminiert worden. Also der macht auf dem Spot einen sehr guten Job. Bringt das Ganze ins 4 gegen 3. G2 hat also die Überzahl. Wir müssen jetzt nur den Spot verteidigen. Und damit hat Jax eigentlich eine sehr gute Position. Support Flashbang kommt nochmal rein, zweite hinterher. Jax hält einfach nur im Winkel, hat den HP-Vorteil, da kann Lucky aushelfen und die Runde geht hier langsam den Bach runter. Mausports nur noch mit Frozen an 5 mickrigen HP und Drops. Halt der Mann, der die Runde noch umreißen könnte. Für Frozen wird es gar unmöglich und Drops bekommt auch keine Möglichkeit, aus dem Pop-Dog irgendwie rauszukommen. Ja, und damit könnte er eigentlich fast schon die Waffe safen. Wäre am Ende wahrscheinlich dann auch mehr Geld oder allgemein als das, was er dann die Runde drauf hat. Muss man immer abwägen, ob die Waffe sich wirklich lohnt zu safen. Im Endeffekt lohnt sich so eine Waffe immer zu safen mit Kevlar. Außer du bist beim vollen Loser-Bonus. Den hat Mausports aber hier noch nicht wirklich ganz erreicht. 15 Sekunden muss Robster noch irgendwie um die Ecke bringen. Oder hat er den vollen Loser-Bonus erreicht? Klar, doch. Sie kriegen plus... Doch. Mit dem neuen Money-System müssen genau, sie es haben. Stimmt. Ja. Aber Jitko wieder Brain AFK. Deshalb lohnt es sich trotzdem, die Waffe auch zu safen, weil dann kann er einfach drumherum kaufen, das Team. So, ist natürlich kein Plan drin. Trotzdem hat man Geld. Dann könnt ihr nochmal um die AK ein paar Pistolen kaufen. Könnte eine SMG kaufen, so auf 2000. Bei jedem, außer halt bei Robs. Aber der kann ja vielleicht noch eine weiter droppen. Na gut, mal schauen, wie Mausports das regelt. Sie entscheiden sich dafür, nur so viel zu kaufen, dass nächste Runde dann genug Geld da ist. Es ist jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, die Entscheidung, weil Robs ja letztendlich das Problem hat, dass er kein Geld bekommen hat, gerade eben durch den Save. Das bedeutet natürlich, dass er dann etwas hinten dran ist, an der, beziehungsweise hinterher hängt in der Economy, aber ich denke, die Entscheidung trotzdem nachvollziehbar. Boxer gefallen, macht genug Geld für eine AWP gleich haben. Gut, jetzt müssen sie also diese Runde erstmal so gut wie es geht irgendwie rumbringen. Vielleicht nochmal ein, zwei Waffen rausnehmen bei G2 Esports, dass man die Economy also weiterhin gering hält. Nicht, dass sich die CDs hier jetzt schon irgendein Geldpolster aufbauen, das wäre sehr unangenehm so früh im Spiel. Würde natürlich vielleicht noch mehr Runden für G2 Esports bedeuten, die eh schon mit einem 14-0 in Führung sind. Jetzt geht's hier raus, Kenny S bekommt da nicht die Möglichkeit, den ersten Kill zu setzen. Geht nochmal der Scout hinterher, Köpfchen gesehen. Kenny S trifft nicht, aber dafür ist Jax da. Ja, und gibt hier wunderbares Backup, da kann ich Kenny S noch dreimal verschießen, solange Jax trifft, ist das alles egal. Damit du Drops zusammen mit Chris J und Frozen nochmal unterwegs Richtung A. Robs wartet darum auf die Möglichkeit, vielleicht was in der Mitte abfangen zu können. G2 muss aber kein Risiko eingehen. Die können einfach nur das Ganze Richtung Spot verteidigen. Und das machen sie auch in der Vierer-Defensive, indem sie einen alleine Richtung B stehen lassen. So, Lucky und Kenny S im Kreuzfeuer tatsächlich. Beide machen jeweils einen Kill und Lucky schlägt noch ein zweites Mal zu. Damit ist die Runde auch in Stein gemeißelt. 15-0 G2 Esports, also weiterhin die Nase vorne hier auf Train. So, und jetzt geht es eben in die gerade angesprochene Kaufrunde. Jetzt muss man nur schauen, was Robster macht. Na, der könnte auch eine Waffe gelegt bekommen, könnte auch mit Deagle spielen. Ist ja ein Spieler, der ordentlich mit der Deagle auch drücken kann. So ist es. Ungefährlich ist er auf jeden Fall nicht damit.
Da sehen wir nochmal diese Kills aus der Runde, gerade eben. Also die AWPs werden definitiv noch eine große Rolle spielen. So, es reicht sogar ohne Granaten. Ja, er hatte 3,8 halt und weil er gerade eben noch 400 hatte nach dieser Save-Runde. Unser Bonus, wie gesagt, 3400 hast du ja vorhin schon erwähnt. Dementsprechend geht es sich gerade so aus. Aber mehr braucht er auch nicht. Ich meine, wir kennen Robs. Dem reicht eine Arcade, braucht keine Granaten. Headshots gehen damit natürlich sowieso rein. So, erstmal wieder ein sehr defensiver Aufbau von G2. Also gar nicht dieses aktive Spiel Richtung Mitte, was man in der zweiten Runde gesehen hat mit den SMGs. Da versucht man eher erstmal den Raum zu halten, Mousebots arbeiten zu lassen. Die versuchen es jetzt zum Execute und damit geht es nach vorne. Kenny erst mit dem ersten. So, die können es wieder wunderbar aus der zweiten Linie halten, super stark von Kenny S. Gegengehalten Richtung, ja, den kriegt er nicht, aber trotzdem, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, 2 gegen 2 Situation. Der Schaden gut gegen Frozen, Christy auf 73 HP und Lucky an der AWP Nummer 2. Doch bisher eine sehr gute Arbeit erledigt. Und Shocks auch da, nur noch Frozen mit 10 HP. Ja, gerade eben schon mal zwei Spiele rausgenommen, trotzdem mit Solo HP wird es ganz schwierig für ihn. Er bräuchte jetzt unbedingt einen der beiden Spieler eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, dass Lucky da hinten Richtung Kistengang steht. Die hat nämlich bisher noch keinen Frag gemacht. Könnte also durchaus überraschend kommen. Die Bombe liegt halt auch sehr, sehr ungünstig. So, Frozen wirft drüber, sehr stark. Also er hat es auf dem Schirm, kommt an die Bombe ran. Wurde aber gesehen, damit kann der Spieler über das Set nachziehen. Ja, nochmal die Bombe legen. Ja, und dann zieht man einfach rein und macht den Kill. Easy. Keine Chance. Ja, stark von Kenny S gespielt. Absolut. Also die Position hält er wie ein Tower. Dann werden wir es wahrscheinlich nochmal im Replay sehen. Kommt eine Doppelflash. Die fliegt nicht ganz so gut gegen Kenny S. Der ist halt nur angeflasht. Das heißt, Kenny S kriegt da drei gute Möglichkeiten halt, die Offensive von Mousebots hier komplett zu dezimieren. Und damit gibt es erstmal eine taktische Pause. Also ganz so, wie man es sich vorgestellt hat, klappt das nicht bei Mousebots. Dieser Tempowechsel, dieser Execute of A wird von G2 einfach mit einem sehr defensiven Kreuzfeuer am Ende abgehalten. Absolut, da hätten die Granaten viel besser sitzen müssen, sonst wird das nichts. So, wir sehen nochmal die Quoten unten. 1,61 zu 2,26. Also Mousebots ist tatsächlich für euch auch der Underdog. gg.bet. Wenn ihr noch ein kleines bisschen Geld übrig habt, dann könnt ihr natürlich gerne mitmachen, aber seid vorsichtig, Glücksspiel ist eine gefährliche Sache. Kann süchtig machen. Nur wenn es wirklich üblich ist, das Geld. Yes. So, Mousebots weiter unterwegs und zwar mit Granaten. Es gibt einen zügigen Push nach draußen, Olaf ist eingenommen, Frozen mit der CZ versucht natürlich da irgendwie auf nahe Distanz zu kommen, aber da laufen sie bisher einfach gegen eine Wand. Egal was Mousebots Richtung A-Sport versucht, es ist zum Scheitern verurteilt, es ist nur noch Robs, es ist nur noch Voxig. Und die beiden nochmal in der Diegel, legt sie natürlich Geld zurück. Mousebots bisher gar nicht in der Partie drin und G2 kontrolliert bisher diese CT-Seite par excellence. Amanek macht dann auch kurz einen Prozess mit Drops und mit Voxig ebenso. 7:0. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist der Pick von Mousebots, der hier gerade überhaupt nicht läuft. CT-Seite. Verdammt guter Start für G2. Und das ist nicht mal irgendwie fancy ausgespielt. Ja. Sie versuchen nicht irgendwie großartig Popdog einzunehmen oder ihr Spiel variabler zu gestalten, sondern die gehen einfach hin und spielen absolut default Richtung Spot runter. Kenny S peakt gegebenenfalls oder wer halt Topspawn hat, peakt halt mit der AWP hinten Richtung Ivy rein und das war's. Mehr macht Mousebots, mehr macht G2 hier gar nicht. Jetzt vielleicht mal ein Kenny S, der ein bisschen weiter nach vorne geht. Muss ja auch mal ein bisschen das Spiel variabler gestalten. Man will ja nicht so leicht leserlich sein. Und diesmal kann Voxig das Duell gewinnen, aber der Schaden zu immens. Amanek kann ihn am Ende verbrennen. Und schon hat man wieder die 4 gegen 4 Situation. Kein Vorteil für Mousebots, trotz Opener von Voxig. Und jetzt diesmal geht's nach vorne. Geil gemacht von Kenny S. Schöne Einblendung, die war wieder absolut nötig. Kenny S währenddessen Frozen rausgenommen. Vielleicht in einer anderen Situation, da wäre es ein bisschen witziger gewesen. So, jetzt wird auch sogar noch an der kleinen Rampe offensiv gepusht. Da steht Drops. Das müsste ja eigentlich Shocks gehört haben, ja, den Sprung hört er. Und da ist Shocks halt einfach sicher. Und das ist ja auch das, was ich vorhin gemeint hatte. Solche Situationen, da ist er im Moment einfach on point. Aber Kerrigan hat sich dann vorbeigesneakt und ich glaube nicht, dass Shocks das auf dem Schirm hat. Das war nämlich ein absolut geiles Timing. Jetzt ist bloß die Frage, was der Daddy daraus machen kann. Denn er ist zwar durch, aber er sieht Shocks halt auch nicht. Und dementsprechend kann das auch zu Fehlinformationen führen. Aber ich denke, er wird schon noch hochstehen auf die große Rampe. Ja, er muss halt mit Chris J den Raum da oben
in dieser L-Kombination einnehmen. Und deshalb hat Kerrigan das hier auf jeden Fall auf dem Schirm. Schaut jetzt nochmal nach, wartet ab, callt den Spieler, ja. Und jetzt geht's rein. Also, er wartet natürlich, bis sein Spieler weiter vorne ist. Dann fängt er an, den Spieler rauszunehmen. Damit kann er auch schnell wieder Richtung Grundlinie rennen. Damit kann Mausbots hier die Eröffnung finden. 3 gegen 2 Situation. Der Finne, der Däne, der unterwegs auf der Suche nach Kills. Die Flashbang kam gut. Perfektes Timing. Chris J kommt hier mit der Krieg aber nochmal raus. Und jetzt versucht man mit Kerrigan einfach den Raum hier Richtung Grundlinie einzunehmen. Das klappt ganz gut, aber Lucky steht weiterhin bereit. Damit liegt es an Kerrigan. Kerrigan im 1 gegen 2. Er wird natürlich in die Zange genommen. Sie wissen ungefähr, wo er steht. Der AWP-Schuss geht vorbei, aber Jax mal wieder solide. Der macht bisher auch ein sehr gutes Spiel. Ja, verdammt gut. Eine EDA von 97,6. Nice Drive von Mausbots. Am Ende reicht es nicht ganz. Kerrigan verarbeitet es gut, zusammen mit Chris J. Aber dann diese Zangenbewegung, das ja, Ende von Mausbots, ein Kill bekommt man dann noch, der Refrag kommt dann hinterher. Guck mal, wie schön er da die ganze Zeit auf den Kopf drauf aimt. Und dann mit dem Call von Chris J, sobald er an der Rampe oben bereitsteht, halt reinzieht und dann direkt instant versucht, Richtung Grundlinie den Raum einzunehmen. Dann versucht man die Bombe auch noch offen zu planten. Eigentlich so gut von Mausbots gespielt, aber am Ende G2 mit dem Vorteil und einem sahnigen Aiming, das muss man einfach mal sagen. G2 schießt hier gerade ordentlich zurück. So kennt man sie eigentlich, die Franzosen. Kenny jetzt diesmal wieder gegen die Grundlinie und jetzt bekommt Voxic endlich mal den Kill. Und das Ganze wird natürlich sofort in den Raum gewinnen, Richtung Grundlinie umgemünzt. Da müssen sie einfach instant durchgehen. Sie wissen ganz genau, dass Kenny S da wahrscheinlich erstmal alleine steht. Und man geht sogar durch die eigene Smoke durch. Kerrigan wird davor geschickt. Jax hat währenddessen Chris Jade ausgenommen. Aber man bekommt Kerrigan den Frag und damit bleibt es bei dem 3 gegen 4. On Side verliert sein Duell ebenfalls. Jetzt hat man also diese Position so ein bisschen einzeln angehen können. Aber das ist so symptomatisch für Trainer eigentlich, dass wenn ein Spieler stirbt, eine Position auf der anderen angegangen werden kann. Schön von Jox. Ey, das war eine verdammt gute Ablenkung von Lucky. Kerrigan hat ja das Timing verloren mit der AWP. Damit hat man wieder eine 2 gegen 2 Situation. Also Mausbots bisher nicht ganz so glücklich mit dem Spot Richtung A. Da läuft man bisher eher oder beißt bisher eher auf Granit. Und auch hier dieser Push von Shox, der könnte perfekt sein. Sieht den ab. Das Aiming passt aber am Ende nicht gegen Robs. Damit kann die Bombe gelegt werden. Lucky alleine ist aufgestellt. Gute Idee von G2. Am Ende scheitert es am Aiming. Beziehungsweise auch das Timing von Robs. So, Lucky jetzt im 1 gegen 2. Die Flash verfehlt ihn erstmal. Ein Spiel ist im Popdog. Einer ist vor ihm auf dem Zug. Das weiß er, dass der da vorne sitzt. Die Smoke legt er sich jetzt. Aber bevor sie aufgeht, nimmt Frozen ihn schon raus. Die erste Runde für Mausbots. Endlich hat es mal geklappt mit diesem schnellen First Frag am Kistengang. Da hat Kenny S sich verschätzt. Voxic hat ihn direkt rausnehmen können, bevor er überhaupt die Chance hatte abzudrücken. Da war er eigentlich schon tot, bevor er rumgegangen ist. Jetzt sehen wir es nochmal. Nee. Beide ein bisschen veraimt, aber Robs. Ja, das denke ich mal, sieht man deutlich, dass Shox damit nicht zufrieden war. Aber ich denke auch, Robs hätte da natürlich ihn schon früher oder schneller zumindest killen können. Gut, G2 zieht sofort die taktische Pause. Man möchte jetzt hier nicht irgendwie großartig in Panik verfallen, sondern mal durchatmen. Vielleicht hat der Coach sich da auch schon ein, zwei Notizen gemacht, was man jetzt noch verändern, was man noch verbessern könnte. Wir haben es ja vorhin auch schon mal gesehen, bei den A-Racers war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Auch ruhig mal, wenn es 8 zu 1 steht, so ein Timer ziehen, man hat 4 Stück. Da kann man auch mal einen frühzeitig im Spiel benutzen, denn je deutlicher die Halbzeit ausgeht, desto besser. Ja, besonders hier auf Train. So, also man nimmt so ein bisschen das Spiel hier heraus bei G2 Esports, das Tempo. Mausbots dadurch natürlich auch wieder selbst in der Position den Fokus zu fassen. Es war ja nochmal knapp. Also es waren halt kleine, minimalistische Entscheidungen, die am Ende für Mausbots diese Runde gebracht haben. Damit die erste, aber viel kann sich davon Mausbots eigentlich nicht leisten, weil sie müssen da schon alles wieder in Geld investieren. Also so gut ist es nicht. Dafür hat man immer noch bei G2 mehr als genug Geld. Auch wenn die Runden, ja, langsam aber sicher doch etwas knapper werden. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Für G2 natürlich jetzt die nächste Chance, weiterhin die Vollabrunde von Mausbots zu verhindern. Auf der anderen Seite natürlich auch Mausbots weiter zurückzuhalten. Sieht gut aus. Hier das Kreuzfeuer. Ideal gelaufen. Ja, Muxor, das war schnell vorbei, ne? Frozen hat scheinbar einen Timeout. Ja, kann offensichtlich nicht weiterspielen, aber gut, ich meine, das hätte jetzt wahrscheinlich an der Runde auch nichts mehr geändert. Nee. Der Punkt ist einfach, dass diese explosive Bego nicht die richtige Entscheidung war. Da hat Mausbots sich etwas verpeilt, mal wieder die Flash auch nicht wirklich gesessen. Wir haben Lucky gesehen, der einfach trotzdem weiter mit seiner AWP reinaimen konnte.
und Shockstain dann unterstützt hat auf die Close Range. Also da hat man wahrscheinlich die Aufstellung von G2 etwas anders eingeschätzt bei Maus, offensichtlich, sonst wären sie da nicht so rausgerannt. Shocks gerade mit einem super sicheren Aiming. Absolut. Ziehen wir einfach mal die Situation mit Drops ab. Die war eher, naja, war okay. Konnten beide, war hier so ein Flipcoin, aber dieses Multifrag-Potenzial, was Shocks da gerade abruft, ist sensationell. Und er hat immer eine sehr gute AWP dabei, die im Hintergrund ihn halt wunderbar supportet. Also G2 gerade meiner Meinung nach das bessere Team hier. Dann hat mein Kopfgefühl doch wahrscheinlich gerade zum aktuellen Zeitpunkt ganz gut gesessen, weil ich wusste nicht, auf wen ich meinen Coin setzen sollte, also hier meine Prediction. Ja, ja. Und habe mich entschieden dann für Mousebots, weil ich denke, ja komm, Mousebots macht das so, der Herz-Call, ne? Ja, ja, das. Und der Kopf-Call sagt halt, ist G2 konstanter zurzeit. Ja, wir haben ja letztendlich auch alle Mousebots gepickt, aber da ist natürlich auch ein bisschen Sympathie dann immer von uns, oder spielt zumindest auch mit rein. Letztendlich denke ich aber schon auch, dass G2 hier eigentlich die Nase vorne haben sollte. Aber es ist auch erst die erste Map, es steht auch erst 9-1. Die Halbzeit kann auch immer noch 9-6 ausgehen, also Ruhe bewahren. Aber da sehen wir es nochmal, dieses einfach nur nach unten explodieren wird so nicht funktionieren. Zu wenig. So, Lucky natürlich normalerweise nicht der AWP-Spieler, aber trotzdem mit einer deutlich besseren Performance als Voxic, der bisher nur 2 AWP-Kills machen konnte, liegt natürlich auch an der Economy, ne? Also Lucky bekommt deutlich öfter die Möglichkeit, die AWP zu spielen. Gut, der Crash von Frozen scheint behoben zu sein. Offenbar, dass es nicht nochmal passiert. Es geht weiter. Technische Pause ist vorüber. 9-1 steht es momentan für G2 Esports. Jetzt gehen wir nochmal schnell aus der Mitte raus. Die Mäuse geben Gas auf den A-Spot und kriegen zumindest Amanek rausgenommen, den Kenny S einen Kill gemacht hat. Und auch Lucky schlägt nochmal zu. Ja, aber hier in der Runde wird es vom Mousebot sowieso schwierig. Geht es einfach nur über die Mitte auf kompaktem Spiel über die T-Main. Jo, nochmal der Kill von Frozen, der war nice, damit eine 3 gegen 2 Situation, da verschießt man und damit ist es noch Robs, der versucht hier mit Frozen irgendwie den Raum aufzumachen, aber Shox ist da, erfüllt sein soll und damit geht die Runde hier an G2 und das wäre das Double-Digit-Ergebnis 10-1. Sehr stark, sehr, sehr stark. Da wird erstmal richtig schöne Banane gesnackt im Hintergrund. Sei ihm vergönnt. Tja. Die Tour also auf dem Pick des Gegners, natürlich mit der Seitenwahl und offensichtlich scheint diese Seitenwahl auch immens wichtig gewesen zu sein. 10 CT-Runden bis jetzt. Und was man auch nochmal dazu sagen muss, die ersten 8 waren natürlich am Stück. Es hat 8 Runden gedauert, bis Mousebots überhaupt erstmal eine geholt hat. Ja, bisher auch die Qualitäten der Opening-Duells eher an G2 gegangen. Da sind die Statistiken sehr, sehr eindeutig. Mousebots konnte bisher 3-mal ein Opening-Duell gewonnen. Ansonsten geht alles hier an G2 und es geht auch direkt weiter, dass Kenny S sein Duell für sich entscheiden kann. Und damit haben sie wieder den Vorteil. Das macht es natürlich auch sehr schwierig, wenn du halt in jeder Runde in einem 4 gegen 5 fast stehst. Da suchst du natürlich irgendwo die Öffnung bei Mousebots. Das schnelle, offensive Spiel klappt nicht. Das pink-orientierte Spiel klappt nicht bei Mousebots. Bisher ist das von G2 hier eine, ja, absolut solide CT-Hälfte. Und wie gesagt, sie spielen es nicht mal fancy. Sie haben 2 Runden mal offensiv Richtung Mitte gespielt, haben nie bisher den Pop-Dog wirklich eingenommen, sondern das höchste Gefühl war mal Richtung Elektro zu stehen. Ansonsten ist es halt ein absoluter Default. Sie ändern fast nichts und es klappt gegen Mousebots. Ja, du hast es ja gerade auch schon gesagt, man gewinnt fast jedes Duell. Es ist auch gerade echt einfach eine Aim-Frage. Die Tour scheint aber bis jetzt in diesem Spiel noch deutlich besser drauf zu sein als Maus. Gerade Kenny S. auch mit seiner AWP, der da immer wieder die Stiche setzt. Beziehungsweise auch Lucky, den darf man da definitiv nicht außen vor lassen. So, jetzt aber Kerrigan auf dem A-Spot. Kann er so ein bisschen den Lurker spielen. Aber Kenny S. gewinnt das Duell mit der USP gegen die SG. Trotzdem verschiebt er jetzt auf den B-Spot, weil er eigentlich dachte, das Ganze war nur eine Ablenkung. Aber es soll über den Pop-Dog auf den A-Spot gehen. Das Ganze mündet aber in einem 2 gegen 3 und Kenny S. steht immer noch auf Side bereit. Zusammen mit Lucky, die beiden spielen wieder in einer Linie mit der AWP. Und irgendwann muss dann endlich mal einer treffen. Auch wenn sie vorher zweimal verschossen haben jeweils. Gut, das wollte Kenny S. vielleicht ein kleines bisschen zu viel gegen Chris J., aber es ist eine 2 gegen 1 Situation und die sollte doch eigentlich machbar sein. Ja, Shox ist schon da, zieht raus, aus und vorbei. Schön. 11-1. Sauber runtergespielt. Mousebots wehrt sich noch mit Händen und Füßen, aber die Doppel-AWP hinten in einer Linie ist yes. natürlich auch ein tödliches Werkzeug. Ganz ekelhaft. Dodgst eine AWP, kommt die zweite um die Ecke, ne? Ja. Nee, nicht schön. Und da fängt schon wieder an. Er fiecht sogar den Runboost raus. Mega krass. Ja, Kenny S. hat richtig Bock heute. Das ist sehr stark.
Ja, wie gesagt, das glaube ich, hat er dann selber auch gemerkt, dass das vielleicht etwas zu greedy war. Aber gut, die Runde hat man trotzdem gewonnen. Er hat 2 Kills gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Damit heißt es für Mausbots, neue Runde, neues Glück. 11 Runden bei G2. Ein absolutes Statement, was man hier gegen Mausbots setzt. Und wer hätte das gedacht? G2 auf 3-0? Überraschend auf jeden Fall. Ich hätte sie auf 2-1 getippt, aber nicht auf 3-0. Schauen wir mal, wie es in Best of 3 weitergeht. Kerrigan versucht jetzt erstmal den Spot hier einzunehmen für sein Team. Allerdings kommt der Jax plötzlich wieder aus der Smoke rausgepusht. Ich denke, er war vorher im Pop-Talk drin, da hätte Robs wahrscheinlich schon längst runtergehen sollen, eigentlich. Ja, und dann erwischt er den sogar auch noch. Also Jax weiterhin ebenfalls absolut zu dienen. Und das ist halt genau das, was ich meine. Es funktionieren gerade alle Spieler von G2. Einfach Lucky ist an AWP krass, Jax ist on Side krass, Kenny jetzt macht immer wieder den First Frag, Shox ist Shox und Amanek muss eigentlich noch am Spot rumstehen und halt vielleicht mal noch 1-2 Kills ab und zu machen. Ja, Shox macht nur Lurker und Backstabber. Genau so ist es. Und macht seinen Impact. Es sind nur Impact-Frags bisher von Shox gewesen. Ja, und auf der anderen Seite hast du Jax und Kenny S, die gerade alles auseinandernehmen. Absolut krass einfach, das ist wirklich. Und sie sterben halt auch so wenig, bis auf Amanek, der bisher 8-mal gestorben ist, sonst Kenny S 5-mal, Jax 4-mal, Lucky 3-mal, Shox 3-mal, das ist sehr, sehr wenig, selbst die 8-mal von Amanek eigentlich. Mhm. So, und dann darfst du halt auch nicht vergessen, dass dadurch natürlich jetzt auch in den letzten Runden die Situationen immer eindeutiger werden, also ja. Mausbots schafft es überhaupt nicht, gerade aus dem Sumpf rauszukommen. Also es wäre auch nicht so, als ob irgendwie knappe Runden dabei sind, da muss ich dir absolut recht geben, sondern der Großteil ist eigentlich schon ja, sehr eindeutig. Also ja. Zumindest am Anfang war es nochmal so auf Messers Schneide, ja, ja, ne? Ja. Da hat man halt bei G2 wenig Geld gehabt, aber jetzt langsam aber sicher setzt man sich halt immer weiter ab. So, jetzt geht's über die Mitte raus, erster Kill kommt wieder von Lucky, also AWP 1 schlägt zu, diesmal die Lücke gefunden, aber es wartet schon wieder das Todesurteil mit der AWP. Kenny S. saved auch noch ein bisschen aus, es ist zu Mäusemelken. Das ist gerade nichts von Mausbots, was wir hier sehen. Das ist einfach nur absolut einfallslos. Sie wissen gar nicht, wo hinten und vorne ist. Es wird gerade perfekt von G2 einfach runtergespielt. Keine Schnitte gibt's hier. Keine Idee, wie sie die Doppel-AWP der Ohr nicht rausnehmen können, sodass sie keine Gefahr mehr darstellt. Wieder 3 Kills von den AWPs in dieser Runde. Obwohl man da eigentlich einen Go mit Flashes und Smokes spielt und trotzdem bekommen die AWPs 3 Kills. Das darf halt dann auch einfach nicht passieren. Ja. Kriegt sie einfach nicht disabled. Riesenproblem. Ja, und Lucky funktioniert auch wunderbar. Das Timing könnte nicht besser. Oh, was ist da auch noch den Kill, ne? So krass gerade. Wirklich, der G2 hat das richtig Bock. Holy shit. Aber ich muss sagen, auf der einen Seite kriegt es die Tour auch echt leicht gemacht, gerade von Mausbots. Wie gesagt, es wirkt mega weird, was Counter-Strike, was Mausbots für Counter-Strike spielt. Es macht halt in vielen Situationen, ist es kopflos, man versucht immer Richtung A drauf zu kommen, die Timings passen nicht mit der Flanke und man versucht halt erzwungen irgendwie den Kill zu bekommen und das ist halt nicht genug gerade gegen G2. Also G2 auf der einen Seite spielt gutes Counter-Strike mit der Doppel-AWP, das Doppel-Setup funktioniert einwandfrei, aber Mausbots spielt auch gerade sehr kopflos und G2 kriegt es dadurch sehr leicht gemacht. Dafür sind sie einfach zu abgeklärt. Jo. Da will man auch zu viel, versucht in die Mitte rauszukommen, da stimmt das Ceiling auch nicht so wirklich. Mausbots, ja, scheitert gerade auch so ein bisschen an sich selbst. Aber Robs nochmal auf den Spot, wir wissen wie gut er ist, aber da sitzt halt das Aiming einfach auch 0,0. Ich meine, man hat Robs eigentlich schon mal so versprayen gesehen, ja. Häufig nicht, aber Chris J und Frozen, die beide können zumindest nochmal einen Akzent setzen und die 3 gegen 3 Situation für ihr Team ermöglichen. Also vielleicht ist ja noch nicht aller Tage Abend in dieser Runde für Mausbots, es wäre immerhin noch eine zweite. Aber jetzt ist der ganze Go erstmal komplett zum Erliegen gekommen. Aber Chris J, der hat nochmal verschoben, lurkt jetzt von der Seite, kann Shox rausnehmen und dementsprechend die Überzahlsituation für sein Team erzeugen. Und jetzt warten die Mäuse erstmal noch ein bisschen weiter ab, verlieren da allerdings einen Spieler. Aber auch hier sitzt der Refrag erneut. Lucky im 1 gegen 2. Schauen wir mal, was er da noch anrichten kann. Ja, vorher wäre das schon mal besser gewesen, hätte da der Refrag gesessen. Trotzdem Lucky, der lebt noch. Lucky hat noch die Chance, geht mit der Partizipation. P250 da vorne, der Winkel ist gut, er sieht den Arm, er setzt den Headshot. Muss nur den zweiten finden. Chris Jane nimmt hier nochmal die Panoramaroute, versucht einen anderen Winkel mit der Bombe anzugehen. Und wir sehen, die Bombe liegt komplett offen. Chris J schaut Richtung Grundlinie. Wie gut ist das Timing von Lucky? Schaut jetzt nochmal Richtung rechts und jetzt könnte er theoretisch damit rechnen, schießt hier vorbei. Oh, das war mega knapp. So, was hat Chris J noch an der Waffe? Er hat eine Krieg.
Und jetzt muss Lucky nach vorne gehen, sucht das Duell. Nummer 1 geht vorbei. Und das wird einfach nur zeitlich runtergespielt. Da geht Christy auch kein Duell mehr ein. Da kriegt er sogar noch den Anschuss. Aber am Ende ist es ja eigentlich nur auf Zeit runtergespielt. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. 13-2 ist natürlich sehr eindeutig. Ja, bis gleich. Jetzt willkommen zurück zur Halbzeit Nummer 2 zwischen G2 Esports und Mousesports. Bis jetzt ist leider noch kein allzu großer Kampf zu sehen, denn G2 Esports ist drüber gefahren mit dem Zug. Sozusagen, ja. Also der G2 Samurai eingestiegen, ab nach Moskau, einmal kurz ramponiert und jetzt ja, die Mausefalle ausgelegt und Mousesports mit zwei Runden. In keiner guten Situation. G2 hat eigentlich hier alles in der Hand, das frühzeitig zu beenden. Und in dieser Best-of-3-Serie direkt mal mit 1-0 auf dem Map-Pick von Mousesports in Führung zu gehen. Und wenn das Aiming in Map-Mode 2 hier weiterhin bei Mousesports nicht sitzt, dann sieht es bitter schwarz aus. Aber da geht es auf das 2 und da geht es um Aiming. Und das ist der Map-Pick von G2. Die erste Frag der Runde ist bereits gegen den Kistengang gefallen. Lucky ist rausgenommen worden. Also hier schon mal ein Spieler, der eine große Gefahr darstellt. Frozen und Chris J schlagen gleich noch zweimal zu. Also man hat auf jeden Fall diese Pistol Round schon mal unter Kontrolle, die man auch unbedingt braucht, wenn man hier noch im Spiel bleiben möchte. Jax, der letzte verbleibende Spieler. Na, trotzdem schwierig für ihn. Er tanzt hier nochmal durch. Das ist natürlich das Schöne, wenn du eine P250 gedroppt bekommst, weil mit der kannst du natürlich auf weite Distanz super das Spiel kontrollieren. So, aber gegen die USP natürlich keine Leichtigkeit. So, Chris J ist aber noch 4 AP, Frozen auf 37, machbar auf jeden Fall. So, Vox ja auf einen 100 fällt auch um bei einem Headshot. Oh, da ist der Nächste. Oh, was ein krasser Schuss von Jax, es geht direkt weiter. Ey, fällt für Mousesports die Runde zusammen, das würde, würde stehen für das ganze Spiel von Mousesports hier auf Train, dass man das einfach nicht gewinnen kann und nicht möchte. Ah ja, ja, guck dir an, wie weit sich Mousesports komplett zurückzieht. Sie machen es auf Nummer sicher mit Voxic und Chris J. Und sie müssen beide dann einfach gemeinsam versuchen, auch auf den Retake zu gehen. So, Jax kann die Bombe legen. So, ist hier das Ace drin. Erst der Sitz, und das ist der Headshot. Der Nächste, der von Jax, der hat noch genug Munition, aber dann rettet es Voxic. Wie knapp war das denn? Oh mein Alter Gott. Alter Schwede. Ultra krass einfach nur für ihn. Da gibt es noch einen Pussy auf dem Hinterkopf, aber ganz ehrlich, das hat er sich auch verdient. Was war das denn bitte für eine sicke Runde mit der P250? Hoffentlich sehen wir da gleich nochmal das Replay. Jeden einzelnen Schuss, die waren alle richtig lecker. So schöne Schüsse, unglaublich, wirklich. Vor allem der auch nochmal. Ja, auch der richtige Connector. Es war ultra knapp einfach nur, wirklich. Schade, Mann. Hätte er den einen noch rausnehmen können? Dieser eine Schuss. Wäre stark gewesen. Damit holt Mousesports hier mit Ach und Krach die Pistol Round. Wirklich, super, super knapp. Das hatte G2 in den Händen.
bei diesem Fast Ace von Jax. Dabei geht es jetzt aber für G2 auf Nummer sicher, nämlich die Sprachen. Die kaufen ein paar Pistolen, dass die Bomber erstmal in der Mitte stehen. Keine Granaten dabei, die suchen also einfach nur Entry-Frags mit Deagle und P250 und hoffen einfach das Beste. Der Runde hast natürlich nicht viel zu verlieren und G2 kann sich sowas auch erlauben, weil die haben ein sehr, sehr großes Scoreboard-Polster. Ne? 10 Runden, Mathe-Skills wieder stark. Differenz ist da. So, jetzt ist die Frage, was G2 da noch vorhat. Sie wollen zu dritt aus dem Kiesten-Gang rauspushen. Da steht Voxic mit der Scout bereit. Verschießt allerdings zweimal. Oder sitzt auch erstmal nicht weiter dramatisch. Oh, Voxic ist überhaupt nicht in der Partie drin. Der hat schon auf T-Seite nichts gerissen bekommen, weil er erstens keine AWP hatte. Auf der zweiten Seite keine Möglichkeit auch mit der AWP mal zu performen. Wurde instant von Jax und von Kenny S komplett unter Druck gesetzt. Damit ist es für Voxic keine gute Partie und für Mouseboards nimmt das auch keinen guten Lauf. Aber hier zumindest nochmal ein Lebenszeichen von den Jungs. Der Mäuse, das internationale Lineup, nochmal unterwegs in diese Partie reinzukommen. 13 zu 4. Wird natürlich trotzdem sehr, sehr schwierig für sie. Aber absolut. Comeback ist immer machbar. Das Team hat erst gewonnen, wenn 16 Runden auf dem Konto sind. So, so. Ja, da, bin ich, da sind die Mathe-Skills auch wieder sehr stark. Es geht in die erste Waffenrunde der zweiten Hälfte. Da kommt direkt was Offensives. Das sollte man jetzt auch unbedingt so machen bei den Mäusen, dass man auch, wie G2 es zu Beginn getan hat, so ein kleines bisschen zumindest das Spiel einfach selber in die Hand nimmt und das Tempo auch ein Stück weit bestimmt. Kenny S. übrigens wieder sofort an der AWP. Gut, nach der Performance in der ersten Halbzeit sollte das niemanden wundern. Hat die Bombe auch dabei. Und jetzt wurden erstmal Spieler getauscht sozusagen. Lucky ist nach seinem Frag wieder rausgenommen worden, aber er hat Frozen vorher noch erwischt. Dementsprechend also ein 4 gegen 4. Die CT-Deckung damit schon mal etwas entzerrt. Die Verschiebewege werden länger. Und das kann man versuchen jetzt irgendwie auszunutzen. Mauspads versucht nochmal auszuschließen in der Mitte. Auch das jetzt wieder sehr wichtig. Denn je mehr Raum sie haben, desto entspannter wird es später, falls irgendwo anders ein Go stattfinden sollte. Besonders die Two muss Equipment einsetzen, um die Mitte überhaupt wieder zurückzuerobern. Was natürlich auch wieder Fokus auf sie zieht. Und alles kostet Zeit. So, Shox nimmt jetzt den Winkel ein. Ohne Flashbang braucht er da gar nicht zu arbeiten. Hält sich hier auch schon bereit. Amanek hält den Winkel Richtung lang. Und damit soll es wohl auch Richtung A-Spot gehen. Es sind nur 38 Sekunden. Shox muss natürlich da ein bisschen warten. Sein Team contactet langsam nach vorne. Und sobald das Team die Möglichkeit bekommt, hier auf den Spot zu gehen, wird Shox über die Main versuchen, ja, in den Rücken zu fallen. So, bisher sieht es gut aus. Smoke kommt rein. Shox geht langsam nach vorne. Und jetzt gibt es den Zugriff. Okay, yes. Versucht den ersten Spieler mit der AP rauszunehmen, aber letztendlich ist es dann Jax, der mit der Arcade umzieht. Kerrigan nicht in der Lage, sein Duell auch nur im Ansatz zu gewinnen. Shox zieht dann mit Timing raus aus der Mitte. Natürlich auch so ein bisschen in diesen Molotow rein, das war kalkuliertes Risiko. Und er wird auch dafür belohnt. Ah, Rob sprayt ein bisschen unterm Zug durch, aber da steht niemand mehr. Der Bomblant ist schon längst abgehauen. Tja, 2 gegen 4, was will man machen? Das ist so gut wie unholbar. Dementsprechend entscheidet man sich dafür zu safen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass Jax das gehört hat. Ne, es war zu weit weg. Okay. Aber ich denke, es werden so oder so nicht handeln gehen. Wir sehen, G2 hat wenig Geld. Die Waffen zu verlieren wäre absoluter Schwachsinn in diesem Moment. Und die Farmers und die Scout, ja, die können sie Mouseboards gerne überlassen. Ja. Einfach durchbringen und Abfahrt. Die Situation sowieso komfortabel genug durchzuspielen. Das war übrigens gerade Kenny S. Der hustet ganz gerne mal. Ein wenig, ne? Klingt echt absolut nicht gesund. 14 zu 4. So, für die Mäuse. Eine, ja, Knackrunde gewesen. Der Punkt ist erreicht, dass man jetzt immer in die Gefahr läuft, in die Overtime zu gehen. Und es ist der Force Buy und in der nächsten Runde dadurch kein Geld. Das heißt, wenn G2 jetzt hier eine Follow-Up-Runde holt, dann sieht es für Mouseboards echt schlecht aus und die Partie ist in den Sand gesetzt. So, nochmal die Nate. Also G2 in einer sehr guten Situation, am Ende auch diese Partie gegen Mouseboard zu gewinnen. Aber wie gesagt, es ist noch nichts vorbei, aber die Chancen stehen natürlich für Mouseboards schlecht. Allein durch die Utility, die man hat, muss man jetzt auch ein Risiko eingehen und das entscheidet man, ja, Richtung Mitte.
G2 Esports, die sind nur gar nicht am B-Sport interessiert. Haben sich wirklich nur vor A aufgestellt. Zwei Kisten und zwei Pop-Dog, einer Mitte. Und es ist ausgerechnet die AWP von Kenny S, der da in der Mitte steht, versucht hier etwas durchzubängen. Also er rechnet auf jeden Fall damit, dass Mausports da versucht hat, sich wieder offensiv aufzustellen. Allerdings hat er niemanden getroffen, zumindest aber die Gegner dazu gebracht, sich aus der T-Mitte wieder zurückzuziehen. Und jetzt geht die Bewegung tatsächlich nochmal Richtung Duschen, Richtung B-Side. Ja, da muss die Bombe auch gepickt werden. Okay, oder auch nicht. Jetzt nimmt man sie mit. So, Kerrigan und Chris J hält hier nochmal gegen. Und es soll mit den letzten verbleibenden Spielern nochmal auf den B-Spot gehen. Also man kommt nicht Richtung Grundlinie durch, kann keinen B-Split hier durchführen. Damit Mausports einmal durchatmen. Es liegt aber hauptsächlich an Robs. Kenny S kann zuschlagen. Und dann ist Robs an Start. Trotzdem, Lucky schlägt hier zu. Der tanzt ein bisschen über den ersten Crane herum. 2-2 Situation, Bombe liegt. Damit zieht Lucky zurück und Kenny S schon wieder mit der Chance, dann den nächsten zu finden. Nice Kill von Kenny S. Ja. Es ist gerade überragend, wie G2 das runterspielt. Mausports ein bisschen neben der Kappe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist nicht das Mausports, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Sieht nicht so geil aus. Ja, Chris J, das Ganze tatsächlich nochmal ins 1 gegen 1 gebracht, nachdem Kenny S da gerade eben rausgenommen hat. Oh, geht Gott. Jetzt auch einfach die Bombe dran und zieht durch mal wieder. Das zweite Mal schon von ihm. Und damit hat Lucky nicht gerechnet. Also, sie holen tatsächlich irgendwie noch diese Runde. Aber ganz ehrlich, gewonnen hat man die eigentlich trotzdem nicht. Nee. Auch wenn Chris J die irgendwie noch für sein Team entscheiden kann. Besonders, ich weiß nicht, auf was Lucky da wartet. Die Bombe liegt gar nicht für ihn. Die Runde hat G2 eher verloren, als ja. Maus sie gewonnen hat. So, also, es geht weiter. Nochmal das Lebenszeichen, das von Mausports hier ausgepackt wird. So, aber wie hoch ist die Chance, hier wieder jetzt reinzukommen? Ich weiß nicht, Mausports wirkt gerade nicht sehr konstant und G2 zieht das Tempo und es geht einfach nur raus. Da steht Rob bereit. Och, der kriegt sowas von ins Gesicht geschossen von Lucky. Ja, und damit hat man den Spot hier eingenommen. Das heißt, Mausports muss den Retake gehen, kostet es was es wolle. Guckt dir an, wie weit die McTain nach vorne geht. Da kennt G2 in der Runde zurzeit absolut gar nichts und sie haben so viel Kontrolle. Mausports muss erstmal versuchen, die Grundlinie zu klären, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und sie haben super viel Zeit rausgeholt, nachdem sie die beiden Smokes dann noch geschmissen hat und Mausports muss jetzt nach vorne arbeiten. Der Retake wird auf jeden Fall äußerst knackig. G2 hat sich da schon relativ gut positionieren können und Jackson mal wieder mit so einem starken Headshot. Nimmt auch noch den zweiten Spieler raus, der dritte. Der war dann nicht mehr ganz vorne, aber es ist Shox in einer 1 gegen 2 Situation und er macht sofort ein 1 gegen 1 draus. Die Bombe tickt relativ schnell. Frozen muss super krass Gas geben. Er kann eigentlich nur noch gewinnen, indem er durchzieht, aber Shox weiß genau, wo die Bombe liegt. Und dementsprechend nimmt er Frozen da einfach ganz routiniert raus. 15 zu 5. Die Overtime ist jetzt auf jeden Fall sicher für G2 und ich fand diesen Call jetzt einfach schnell auf B drauf zu gehen richtig geil. Denn bevor man da jetzt überhaupt irgendwie groß rumtut und Mausports da machen lässt, einfach schnell auf den B-Spot drauffahren und fertig. Da muss man auch einfach den Vorteil ausspielen, den man gerade hat und das ist das Aiming. So ist es. Ja, wir haben ja Robs gesehen, der hat sich mal im Ansatz einen Gegner geholt. Ah, das wurde auch gut von Jax reingezogen. Einfach nach vorne mit der McTain, gutes Positioning gehabt. Wäre auch instant der Refrag gekommen. Damit G2 beim 15-5 und wir sehen es, Mausports hat kein Geld. Ein XM, eine MP9, eine Deagle in den restlichen Händen. Ja, und ich glaube, Muxor, ich glaube, das war's. Das wird relativ stumpf zu Ende gehen. Ja. Schade halt, ne? Ich habe mir was Spannendes erhofft, aber irgendwie, das war besser von G2 gespielt und nicht so geil von Mausports. Absolut, also da ist der Map-Pick der Mäuse definitiv nicht aufgegangen worden mit dieser Doppel-AWP auf der CT-Seite. Komplett überfordert. Ah, Kerrigan gibt zumindest nochmal vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass man diese Runde irgendwie noch holen kann. Aber Lucky macht die sofort wieder zunichte. Kerrigan noch einen zweiten Headshot. Aber die Bombe tickt gegen ihn. Jetzt muss man eigentlich nur noch auf Zeit spielen und dann müsste die Runde schon durch sein. Er probiert es trotzdem nochmal mit der Smoke. Nein. Nee. Da ist es passiert. 16 zu 5. G2 Esports dominiert.